So, wie ihr seht, wir stehen hier noch in Konstanz am Bodensee und die meisten von euch setzen sich wahrscheinlich in ihr Auto rein und dann fahren sie hierher. Wir haben uns in unser Auto reingesetzt und fahren jetzt weg in die idyllische Gegend von Heilbronn, wo jetzt dann ja am Wochenende auch ein bisschen Ruhe einkehrt. Nein, wir haben da privat was zu erledigen und deswegen fahren wir jetzt da hoch und wir nutzen die Gelegenheit, dass wir euch die neuesten Informationen und die neuesten Erkenntnisse zum Zenik Navigation und Radio sagen. Der Stand der Dinge ist der, als wir das letzte Mal das Video gedreht haben, ich blende das ein, da oben steht's, ja, das ist der Zenik-Videodreh Teil 1. Da hat erstens das mit den Sendern nicht richtig funktioniert. Zweitens sind die Sender immer weggegangen. Und drittens hatte das Navi einen Ausfall kurz bevor wir beim Ziel angekommen sind, war auf einmal alles Gespeicherte weg. Und das Navi hat uns mitgeteilt, wir sollen eine Adresse eingeben. Wir wissen jetzt, woran das vermutlich gelegen hat. Denn bei Hümer ist das Navigationsgerät zweimal untersucht worden. Das erste Mal ist es untersucht worden, da hat man festgestellt, dass die Kabelverbindungen nicht richtig gesteckt waren. Und somit könnte man sich vorstellen, dass durch die Erschütterung beim Fahren der Kontakt leicht unterbrochen wurde und somit die Navigation ihre Routeneinstellung verloren hat. Das zweite ist, das hat man dann festgestellt beim Werkskundendienst, als die Firma Zenik anwesend gewesen ist. Wir haben jetzt nämlich ein komplett neues Gerät. Man hat beim Einbau, also wenn man da hinten was getan hat und hat das Gerät raus und wieder reingenommen, hat man wohl versehentlich, nehme ich an, auf jeden Fall die Antenne beschädigt, die Antennenbuchse, die muss wohl gebrochen gewesen sein, weshalb die Firma Zenik gesagt hat, und dafür bedanken wir uns beim Herrn Jost, dass ein neues Gerät eingebaut wird. Also entweder hat Hümer das neue Gerät, das alte Gerät eingebaut und hat versehentlich die Antennenbuchse beschädigt und nicht bemerkt, dann würde ich sagen, das ist der Eindruck, den wir haben. Es ist etwas nachlässig gearbeitet worden, wenn das nicht bemerkt wird. Oder es hat jemand reingetan und hat bemerkt, dass er die Buchse beschädigt hat. Dann würde ich sagen, dann sollte man das Personal etwas besser schulen, denn sowas tut man nicht. Am Schluss kommt es ja doch raus, der Kunde erfährt es und eigentlich macht uns das auch sauer, wenn wir sehen, wir haben Reklamationen an unserem Fahrzeug und es funktioniert nicht richtig, das Navi. Und dann ist es eigentlich mit ein Grund, weil es A nicht richtig verkabelt wurde und B, weil der Antennenanschluss gebrochen wurde. Dann war der erste Reparaturversuch, dass man ein Update aufgespielt hat. Das hat die Firma Hümer getan, ist auch eine gute, sinnvolle Sache gewesen. Das Problem war nur, das ist installiert worden, das Update, aber es wurde dann nicht in Betrieb gesetzt, was dazu geführt hat, dass ein Senderwirrwarr entstanden ist. Und jetzt, wie wir beim Werkskundendienst gewesen sind, das Video zeige ich und es ist jetzt da oben, ja. Das ist also unser Wohnmobilmängel Teil 2. Da wurde gleichzeitig von der Firma Zenik unsere Navigation eingestellt, teilweise bei uns dabei. Und da möchten wir uns ausdrücklich beim Herrn Jost bedanken, dass er sich die Mühe gegeben hat und dass wir jetzt über ein richtig eingestelltes Navigationsgerät verfügen. Und da wollen wir euch natürlich jetzt auch gleich die wesentlichen Punkte dazu zeigen. Also, das Radio von Zenik funktioniert. Und wir haben das auch ausprobiert, warum es zu Funkaussetzern gekommen ist. Das hat folgenden Grund. Wenn wir hier auf Tuner gehen, dann seht ihr hier die verschiedenen Bänder. Und da haben wir hier den DAB-Sender. Und SWR wird über den Sendemast 8A und 8D angeboten. Und diesen beiden Sendemasten, die unterscheiden sich zwischen Bad Waldsee und Konstanz. Das heißt, wenn ich in Bad Waldsee losfahre auf 8A und schalte nicht irgendwann auf 8D um, dann habe ich automatisch, wenn ich zum Beispiel unter Brücken fahre, einen Senderausfall, weil dieser 8A-Sender nicht mehr mit so einer starken Frequenz sendet wie der 8D. Also DAB
ist in Baden-Württemberg bei Südwestrundfunk auch regional unterschiedlich. Soweit ich es in Erinnerung habe, haben wir 4 DAB-Sendemasten und zwischen denen muss man in Baden-Württemberg immer umschalten. Das macht das Zenec-Radio nicht automatisch. Deswegen wollen wir jetzt die Fahrt dann mit FM machen. Wenn man hier FM schaut, so, dann kann man hier SWR 1 Baden-Württemberg, das habe ich jetzt ausgewählt. Ich darf die Musik nicht zu lang laufen lassen, sonst macht uns YouTube wieder Schwierigkeiten. Aber ihr habt es gehört, es funktioniert. Während der Fahrt schalten wir das jetzt auch an und wir fahren jetzt von Konstanz, also vom südlichen Baden-Württemberg, bis hinter Stuttgart, also bis Heilbronn. Und wir werden euch berichten, ob der Sender über FM gehalten wurde oder nicht. Navigation. Wir schalten um auf Navigation und ihr seht, wir stehen jetzt hier in Konstanz an der Seestraße. Unser Ziel haben wir schon eingegeben, das liegt etwas östlich von Heilbronn, sind 265 Kilometer entfernt, Ankunft 17.46 Uhr. Und was ich zu meinem letzten Video auch korrigieren muss, ist, dass das Navi zwar eine Autobahngeschwindigkeit von 150 Kilometer eingestellt hat, aber man kann dem Navi mitteilen, ich fahre auf der Autobahn nur mit 100 oder mit 90 Stundenkilometer, was dazu führt, dass die Route erstens etwas anders ausgewählt wird und zum Zweiten, dass dann auch das Ergebnis von der angekündigten Fahrzeit, falls kein Stau kommt natürlich, und der tatsächlichen Fahrzeit nicht massiv unterschritten wird. Also auch das ist ein Vorteil von oder ein Können von Zenec, was wir beim ersten Video nicht berücksichtigt haben. Was wir allerdings leider beibehalten müssen am Kritikpunkt beim Zenec, das ist, dass man es etwas schlecht erkennen kann, wenn die Sonne darauf scheint. Es kommt jetzt ein ganz neues Gerät auf den Markt und da soll dieser Mangel oder diese Schwäche wohl angeblich eliminiert sein. So haben wir uns das sagen lassen. Aber jetzt würde ich sagen, wie schon mal gehabt, wir machen uns wieder auf den Weg vom schönen Bodensee ins schöne Heilbronn oder Richtung Heilbronn und wir berichten während der Fahrt, wie sich die Route so entwickelt. 17.47 Uhr heißt, kommen wir an. So, wir sind jetzt unterwegs und wir fahren die gleiche Strecke, die wir bei unserem ersten Zenec-Video gefahren sind. Wir haben jetzt die ganze Zeit Musik gehört auf FM, Südwestrundfunk, und der ist einwandfrei gekommen. Er wäre auch auf DAB einwandfrei gekommen, allerdings nur auf dem Sendemast, der zu Konstanz gehört und nicht auf dem Sendemast, der zu Bad Waldsee gehört, natürlich. Da hätte man dann einfach umschalten müssen und wie gesagt, manche Radios, die schalten automatisch um, wie unser Autoradio zum Beispiel, da könnten wir den Südwestrundfunk ohne umzuschalten in ganz Baden-Württemberg hören. Die Ossi, mein Regisseur und mein oberster Kritiker, hat mich darauf hingewiesen, dass ich das auch sage mit dem DAB. Das geht in ganz Deutschland so. Also in jedem Bundesland sind mehrere Sendemasten für die regionalen Sender. Es gibt in ganz Deutschland offensichtlich nur einen Sender, den man von Konstanz bis Kiel hören kann. Hören kann. Und sonst muss man immer sich auf die regionalen Sender, also auf Hessischen Rundfunk, Bayerischen Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk und so weiter einlassen und die gehen dann auch immer über verschiedene Sendemasten, sodass man da das Zenec, wenn man über DAB hört, dann umschalten muss, was aber relativ unproblematisch geht. So, und jetzt sieht man hier, wird ein Stau angezeigt von 5 Minuten, eine Verzögerung. Dann drückt man da mal drauf und da heißt Verkehrsmeldung in Richtung Nürnberg. 5 Minuten in Kupferzell, also das tangiert uns jetzt noch nicht weiter und deswegen gehen wir auch zurück und können das getrost erstmal abwarten, wie es da weitergeht mit der Baustelle. Wir
Wir hatten jetzt folgendes Problem. Wir sind jetzt in der Nähe von Stuttgart schon. Also, ja, genau sind wir bei Rotschenburg. Und der SWR1-Sender hat hier wohl eine andere Frequenz. Die Hohlspur. Der hat hier wohl eine andere Frequenz als im Raum Konstanz. Und dieser Frequenz ist er nicht gefolgt. Er hat sich einfach einen anderen Sender gesucht, hat den Schweizer Sender gefunden und hat einfach von SWR1 auf den Schweizer Sender umgeschaltet. Wir mussten dann die Tuner-Taste drücken, er hat eine neue Senderliste angezeigt und wir mussten dann wieder auf den aktuellen SWR1 umschalten. Das macht also die Zenik nicht, dass er automatisch die Frequenz mitnimmt und den Sender behält. Sie behält mehr oder weniger die Frequenz und nicht den Sender. Das wollte ich dazu sagen. Einen neuen Stau. Und zwar kurz bevor wir da sind. Gesamtverzögerung unbegrenzt. Wichtige Meldungen 3. Verkehrsmeldung Stuttgart-Horb. Unfallaufnahme, Gefahr, 1 Kilometer Stau. So sieht's aus. Und wir kommen jetzt gleich dann zu dem Stau hin und das werden wir dann auch berichten. Ja, was sich da getan hat. Bis gleich. Jetzt sind wir gleich an der Unfallstelle und wir können eigentlich nichts erkennen. Da ist die Ausfahrt Herrenberg und der Verkehr läuft ganz normal weiter. Wir fahren jetzt da über die Unfallstelle. Also da war offensichtlich eine Verkehrsmeldung, die das Navi umgesetzt hat, aber die Verkehrsmeldung ist nicht aufgehoben worden. Kann natürlich auch im Prinzip das Navi nichts dafür. Dafür ist ja dann der Sender, der Verkehrssender verantwortlich. Wir stehen hier am Werdwiesenpark in Heilbronn. Das ist ein ausgewiesener Wohnmobilstellplatz. Der ist gratis mit einer Fahr- und Entsorgungsanlage Holiday Clean. Und heute ist hier mächtig was los gewesen. Wir waren auch schon im Herbst hier gestanden. Das ist immer eine gute Station auf dem Weg in den Süden. Und wenn man im Herbst herfährt oder im Winter, dann steht man auch mal alleine da. Was aber kein Problem ist, ist ein schöner Park an einem Seitenarm vom Neckar. Und man kann hier, ja, zu Fuß ist vielleicht ein bisschen weit, aber man kann hier sehr gut mit dem Fahrrad in die Innenstadt von Heilbronn fahren. Heilbronn ist eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern, also hat auch eine richtige City, wo man dann auch einkaufen gehen kann. Wir stehen sehr gerne hier, auch wenn am Wochenende alles etwas stark bevölkert ist, weil die Bevölkerung kommt und hier spazieren geht. Da genau gegenüber, hier drehe ich mich mal rum, da ist ein Freibad. Was man natürlich auch nutzen kann, so man gerne baden geht. So, heute sind jede Menge Kämmer da, zwei sind sogar schon weggefahren. Also, und wir haben da sehr gut geschlafen und strahlend blauer Himmel ist auch. Und jetzt fahren wir nach Hause, nach Konstanz. So, also jetzt nochmal ein Versuch, die erste Fahrt, die ging dann ohne Stau über die Bühne. Jetzt möchte ich nochmal die Dinge ein zweites Mal aufarbeiten und ich hoffe, dass ich das transparent rüberbringen kann. Also erstmal die Navi vom Zenik. So, ich schalte hier auf Navigation und ihr seht, wir stehen hier bei den Werdwiesen in Heilbronn. Dann gebe ich ein, neue Route. Und da gebe ich jetzt einfach mal nur Konstanz ein. Wichtig ist, das ist kein Touch-Display. Also man braucht da nicht nur drüber, das ist nicht berührungsempfindlich. Man muss hier richtig Druck ausüben. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist nicht wie das Handy, dass das durch sensible Berührung geht, sondern man muss hier richtig drauf drücken. So, und da sieht man jetzt Konstanz zum Stadtzentrum. Jetzt kann ich hier sagen, Autobahn ist hier erlaubt, die mache ich jetzt weg, denn die Ursi möchte heute
Landstraße fahren. Bussi? Ja, zumal die ja schon wieder Stau angesagt haben und Landstraße fahren ist ja auch viel schöner, gemütlicher. Und wir haben doch Zeit. Also, nehmen wir euch heute mal auf der Landstraße mit, als Ziel auswählen und die Route wird berechnet. So, da gibt es dann noch Alternativen, die man sich raussuchen kann, aber das brauchen wir nicht. Ja, demnach 237 Kilometer und 14.25 Uhr kommen wir an. Jetzt haben wir 9.48 Uhr, also das dauert ein bisschen, aber wir haben mehr Zeit. So, dann möchte ich als nächstes zum Radio noch was sagen. Wenn man hier auf Tuner geht, ja. Dann hat man hier die verschiedenen Bänder DAB und FM. Auf DAB kann man hier nachschauen, was alles angeboten wird. Da wird hier Deutschland, Hessenradio, Südwestrundfunk. Dann kann ich hier Südwest und SWR 1 drücken. Dieser SWR 1 hält den Sender nur so lange, solange wir in dem Sendemast 8D sind. So wie wir diesen Sendemast verlassen, muss ich automatisch umstellen. Das ist ein Nachteil vom Zenic Radio, was ihr vielleicht von eurem Autoradio nicht kennt. Euer Autoradio schaltet automatisch von Sendemast 8D, wie jetzt in diesem Fall, zu 9A oder was es dann auch immer, wie der dann heißt, um. Das macht das Zenic nicht, das muss man manuell machen, ist aber kein großes Ding. Ja? Alternativ ist, man geht auf FM und da kann man sich hier den SWR suchen. Der hat jetzt die normale Frequenz und irgendwann geht dann ein anderer Sender auf diese Stelle, das sieht man ja dann. Und dann muss man sich eben die neue Frequenz suchen für den SWR und dafür gibt es dann auch diese. So, also, jetzt der Anruf dazwischen, jetzt hoffe ich, dass ich den Faden wieder finde. Also, DAB hat verschiedene Sendemasten und man muss dann notfalls von einem Sendemast zum anderen wechseln und da hat man wieder ein stabiles digitales Programm, was bei FM anders ist. FM, wenn die Frequenz der Sender, der eingestellte Sender auf der Frequenz verschwindet, sucht sich das Zenic, so ist meine oder unsere Erfahrung, dann sucht sich das Zenic den nächstliegenden Sender und wählt diesen an, aber es behält nicht den Sender, den wir eingestellt haben. Also wenn der Südwestrundfunk 1 die Frequenz wechselt auf eine ganz andere Ecke, dann wird der nächstliegende Sender genommen. In dem Beispiel, was wir ja jetzt bei der ersten Fahrt gehabt haben, war es eben dann der Schweizer Rundfunk. So, so viel zum Radio, das eigentlich so auch mit diesem Hintergrundwissen auch sehr gut funktioniert. Müssen wir ganz klar sagen, was stimmt. Und jetzt noch gibt es ja noch die zwei andere Möglichkeiten, nämlich die Medien. Das wollen wir jetzt mit euch ausprobieren. Ich habe extra eine schöne CD mitgenommen, sehr tremellos. Und damit wir keine Copyrights verletzen, habe ich auch das Radio schon mal auf Null gestellt. Aber jetzt schiebe ich die CD ein. Das seht ihr, das schlupft da rein. Und schon kommt es. Aber es spielt noch nicht. Warum spielt es nicht, Ossi? Weiß nicht. Ich weiß es nicht, Ossi weiß es nicht. Was macht man dann? Einschalte vielleicht erst noch. Jetzt. Es dauert halt ein Weilchen in dem Fall. Also, ihr habt gehört, es ist Ton da. Ich darf das natürlich jetzt nicht abspielen, weil sonst sind es wieder Copyright-Verletzungen. Aber es ist Ton da und das Ganze spielt. Man kann da hier auch Zufallswiedergabe einschalten. Und wenn einem ein Lied besonders gut gefällt, dann kann man Dauerwiedergabe machen. Dann hört man das ununterbrochen. Ja? So, und dann kann man das wieder ausfahren.
öfter aus. So tolle Musik, die gibt er gar nicht mehr her. Da ist er. So, dann haben wir noch einen Media Stick. Das funktioniert nämlich auch mit dem Zenik. Und Musik wieder weg. Da tun wir hier hinten. Wo sieht das, das nochmal? Kabel raus. Jawohl. Und das da reinstopfen. So, das ist jetzt reingestopft. Und jetzt gehen wir auf Media. Da kommt schon. Und da seht ihr schon, das erste Lied wird angezeigt. Hier ist wieder die Zufallswiedergabe. Und da kann man dann auch irgendwo sich die Ordner anzeigen lassen. Da seht ihr, da sind also die Ordner, das ist da alles drauf. Machen wir mal da 1980. Ja, noch kann man stärker ein bisschen, damit man auch wirklich hört, dass was drauf ist. Also, es ist Musik da und es funktioniert auch klanglich ganz, ganz gut. Das sind also MP3-Dateien, das einwandfrei funktioniert. Kann man nichts dagegen sagen. Und mich hat jemand angeschrieben, dass es bei ihm ewig dauert, bis hier die Musik geladen ist und bis die überhaupt bereit ist. Also wir können das nicht bestätigen. Aus unserer Sicht funktioniert das Ganze einwandfrei. Was Sie? Ja, und es ist immer sehr gemütlich, wenn man am Abend Musik hören können. Exakt. Also, wir müssen da vieles relativieren. Und wie gesagt, der schlechte Empfang aus dem Zenik Video Teil 1, der lag eben daran, dass es einfach nicht richtig angeschlossen gewesen ist, beziehungsweise an unserer Unkenntnis, den richtigen DAB-Sender zu wählen für die Region, in der wir uns befunden haben. So, und jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir los nach Konstanz über Landstraße und falls irgendein besonderes Ereignis ist, melden wir uns nochmal. Ansonsten machen wir nur das Zenik-Video fertig und stellen es rein und hoffen, dass wir dann damit die Kritik, die teilweise unberechtigte Kritik, relativiert haben. Ja, und so wie es aussieht, ist das Zenik nicht so schlecht wie sein Ruf. Definitiv. Also wir können es jetzt nicht vergleichen. Es gibt ja noch zwei Konkurrenten. Das ist das Alpine und das Pioneer. Und Pioneer, ja. Also wir können das jetzt nicht vergleichen. Was auf jeden Fall nach wie vor ein Manko ist von Zenik, und das hoffen wir, dass wir das jetzt während der Fahrt noch zeigen können, denn die Sonne scheint wunderschön, dass das Display teilweise sehr schlecht zu sehen ist. Also das behalten wir jetzt im Auge und sollte so eine Situation jetzt bei der Fahrt kommen, dann nimmt es die Ursi auf, weil ich muss mich auf die Straße konzentrieren und dann zeigen wir euch das. Aber es ist definitiv ein Manko. Kann allerdings auch nicht vergleichen, wie gut es beim Pioneer oder beim Alpine ist. So, auf geht's. Wir fahren los und verlassen die Wertwiesen und machen Platz für den nächsten Camper. Genau, so machen wir's. So. So, wir sind hier am Eingang von der Insel Mainau, das heißt, wir sind in Konstanz angekommen. Kann man hier auch nochmal sehen. Und das Navi hat uns ja, wie ihr gesehen habt, geleitet, ohne Autobahn. Angekündigt waren, soweit ich es in Erinnerung habe, 14.46 Uhr. Jetzt haben wir 15.43 Uhr. Dass die Zeiten nicht stimmt, das liegt nur an einem Grund, nämlich dass wir Pause gemacht haben. Das war also die Vorhersage, war okay. Das muss ich auch übrigens noch dazu sagen zum Video, das ich zuerst gedreht habe. Man kann sehr wohl die maximale Geschwindigkeit einstellen. Und die Wege, die er geleitet hat, wir haben ja eingestellt ohne Autobahn. Daran hat er sich gehalten. Aber die Wege waren etwas merkwürdig gefühlt. Ja? Ich konnte das nur nicht
bestärken, weil ich mich natürlich im Stuttgarter Raum auch nicht so großartig auskenne. Aber jetzt, wie wir nach Absigmaringen, also im Konstanzer Raum gewesen sind, da habe ich gemerkt, dass er uns von der Hauptstraße runterlockt und aus welchem Grund auch immer einer Nebenstraße entlang fahren lässt. Ob die jetzt 2 Kilometer günstiger war als die Hauptstraße, weiß ich nicht. Tatsache ist eins, er hat uns dadurch etwas Kurverei auferlegt. Und ganz gravierend war es jetzt kurz vor Konstanz, da wollte er uns noch über Allensbach, statt an der B33 entlang, wollte er uns über Allensbach, über Nebenstraßen, dann noch zu unserem Stadtteil in Konstanz losen, was definitiv falsch ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden und wir wollten jetzt diesen Teil des Zenik-Navis Videos erstmal beenden und hoffen, dass wir das jetzt noch endgültig auf die Reihe kriegen. Wir machen nämlich an dem Video schon ewig lang rum und es ist gar nicht so einfach, das alles so darzustellen. Also, wir sind auf jeden Fall gut angekommen erstmal und jetzt kommt dann gleich Resümee oder was auch immer. So, dann machen wir das Video jetzt gar fertig. Das war ein schwieriges Video, um nicht zu sagen, dass das schwierigste Video, was wir gedreht haben. Das Thema darzustellen war nicht so ganz einfach. Ich wollte euch den Stau zeigen, es gab keinen Stau, aber ich will jetzt eine abschließende Bewertung vornehmen und dann stelle ich das online. Es ging uns in erster Linie darum, dass wir unser Zenik-Video Nummer 1 nochmal relativieren und vor allen Dingen darstellen und erklären, dass die Funkstörungen oder die Übertragungsstörungen nicht am Zenik gelegen haben. Das Thema ist sehr komplex. Es gab jetzt 2 Sequenzen, wie ich das Navi eingestellt habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Wenn nicht, habt ihr die Möglichkeit gehabt auszuschalten. Aber durch das, dass das Thema so komplex ist, macht es meines Erachtens nichts, wenn ich manche Sachen zweimal gesagt habe. Wer Technik interessiert ist, hat vielleicht dann auch beim zweiten Mal das besser aufgenommen als nur durch einmal. Also da sehe ich jetzt kein großes Problem. Und wie gesagt, wem das Thema nicht interessiert, der hat wahrscheinlich sonst so schon vorher abgeschaltet. Ich möchte noch eine kurze Bewertung der einzelnen Funktionen vornehmen. Und zwar als erstes eine Funktion, die ich noch nicht gezeigt habe. Da könnt ihr euch jetzt selber ein Bild davon machen, wie die Rückwärtskamera funktioniert. Diesbezüglich habe ich schon die Zündung eingeschaltet. Ich lege jetzt den Rückwärtsgang ein und dann könnt ihr selber mitzählen, wie lange das dauert. Also wenn du mal auf das Display leuchtend ist. So, und Achtung, fertig, Rückwärtsgang. So, jetzt ist sie eingelegt und ihr seht, da ist schon der Rückwärtsgang da. Das geht also relativ zügig, ich mache die nochmal raus. So, und jetzt lege ich nochmal ein. Achtung, fertig, los, jetzt ist er drin. Und schon ist die Rückfahrkamera da. Das geht also relativ zügig. Wir haben noch eine zweite Kamera eingebaut. Das ist hier unsere Abwasserkamera. Auch das schaltet sehr zügig um. Und dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit. Das ist also dann diese Fernkamera. Die braucht jetzt ein bisschen. Also das schaltet auch um. Ja, in dem Fall ist sie jetzt gleich. Warum, das weiß ich nicht. Warum jetzt die andere Kamera nicht geht. Aber okay, das soll jetzt nicht das Thema sein, es hat alles schon wunderbar funktioniert. Und somit, ach so, das geht nicht, weil der Rückwärtsgang noch eingelegt ist. So, dann haben wir hier noch die andere Kamera. Da muss ich auf Kamera gehen. Und hier Nummer 1. Und hier haben wir die Fernkamera Nummer 2. So, Thema Kamera ist damit erledigt. Dann möchte ich noch was zum Navi sagen. Die Navigationssoftware ist genau die gleiche, die TomTom verwendet oder auch die Firma Becker. Und die Navigationssoftware ist so gut wie die von TomTom oder eben von Becker, dass das Navi sich nicht rein und raus zoomen lässt einfach. Das ist vielleicht ein Handicap, aber mir wurde von der Firma Zenik gesagt, und das ist auch nachvollziehbar, die Navis, die in hochwertigen Autos verbaut sind und 2.000, 3.000 Euro kosten, die müssen natürlich mehr können als das Zenik-Radio, was natürlich bei weitem nicht in dieser Preiskategorie ist. Also nachvollziehbar. Zum Radio ist zu sagen, das habe ich ja alles jetzt ausführlich erklärt. Und das ist nach meinen Erkenntnissen auch so. Wir sind ja jetzt von Heilbronn nach Konstanz gefahren und mussten die Frequenz gar nicht wechseln. Wir haben den ganzen Weg über Südwestrundfunk 1 gehört, ohne Frequenzwechsel.
und es hat bis Konstanz funktioniert, ohne dass wir irgendwas umgeschaltet haben. Die Antenne, die Hümer verbaut, ist laut der Firma Zennec das Beste, was es auf dem Markt gibt. Also wenn, ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen mit gut gemeinten Ratschlägen, ich sollte auch eine andere Antenne oder einen Verstärker einbauen. Das ist laut Zennec überhaupt nicht notwendig, denn Hümer verbaut das beste Material, was es gibt. Wenn natürlich dann eine Antennensteckdose gebrochen ist oder der Stecker nicht richtig angesteckt ist, dann hilft auch natürlich die beste Antenne nichts. Und es ist ja jetzt auch so, wir haben einwandfreien Empfang, wie gesagt, von Heilbronn nach Konstanz, das ist Luftlinie, ca. 200 Kilometer, und der Empfang war die ganze Fahrt über störungsfrei. Die Sicht bei Sonne, die schlechte Sicht bei Sonne, die konnte ich euch jetzt leider nicht zeigen. Das ist schade. Da müsste man, wenn die Sonne untergeht, an eine gewisse Stelle hinfahren oder warten, bis Herbst kommt. Wenn die Sonne eben etwas schräger reinfällt, dann fällt es genau auf das Display und man sieht definitiv nichts mehr. Es ist nichts zu machen. Ist ein klarer Nachteil von Zennec. Und dann die Bedienung bei Zennec, die ist auch nicht so wie beim Handy, dass man da nur eine Berührungsempfindlichkeit benötigt, sondern man muss richtig drauf drücken. Also da muss ein Widerstand gespürt werden und dann funktioniert es auch ganz gut. Okay, kann man dazu stehen, wie man will und mag. Also ich sage auf jeden Fall, das ist kein Mangel in diesem Sinne. Alles in allem muss ich sagen, Zennec ist ein zufriedenstellendes Navi, und das sagen wir nicht, dass wir jetzt da irgendwo gekauft wurden oder bestochen wurden. Nein, wir haben ein neues Gerät bekommen, das ist okay. Das neue Gerät ist absolut identisch mit dem Gerät, was wir drinnen hatten. Es ist nur ausgetauscht worden, weil eventuell vielleicht eine Störung auf dem Gerät gewesen ist, was wir gehabt haben, nur um dies auszuschließen. Aber vermutlich war die Störung daran gelegen, dass eben die Antenne gebrochen ist. Und das neue Gerät, dadurch haben wir überhaupt keinen Vorteil gehabt. Wir hätten mit dem alten genauso gut leben können, wenn es funktioniert hätte. Und wir sind zufrieden, es funktioniert. Die Bedienung, ja okay, ist halt so, wie ein Alpine sich bedienen lässt oder ein Pioneer, das können wir nicht beurteilen, das haben wir nicht eingebaut gehabt. Wir wollen das jetzt auch gar nicht mehr. Wir sind mit unserem Zennec mittlerweile sehr zufrieden und können gut damit leben. Die Einschränkungen haben wir gesagt. Und ja, damit können wir umgehen. Und nichts zu meckern, sozusagen. So, das war's. Ich würde mich freuen auf eure Rückmeldungen. Wie ihr dazu steht, auch wie ihr zu dem Zennec steht. Schreibt mir auch, wie euch das Video gefallen hat, auch wie es euch nicht gefallen hat. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für die Qualität, teilweise auch für die Bilderqualität, wie ich am See gestanden bin. Ich habe mir die Bilder schon angeschaut. Da bin ich ganz schwarz und der See ist dafür schön zu sehen. Ich denke, der Bodensee, der schaut sich besser an, als ich mich anschaue. Und deswegen habe ich das auch so gelassen. So andernfalls hätte ich mich heller machen können und den Bodensee dafür krass hell, und es wäre dann auch nicht mehr schön gewesen. Deswegen haben wir es so gelassen. Also, viel Spaß mit eurem Zennec. Schreibt mir mal, wie es euch mit eurem Zennec geht und wie ihr das Video gefunden habt. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall von euch. Ciao.